Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch nochmal ein paar wichtige Informationen zur 10-Teile-Tauschjournal-Challenge mitteilen. Gestern Abend war ja die Auslosung im Livestream und es machen tatsächlich 46 Menschen mit und ich freue mich natürlich sehr darüber. Also wir haben 23 Pärchen und ich zeige euch jetzt, ich blende jetzt nochmal hier die Liste ein, wer mit wem zusammen tauschen darf. Ja, und ich glaube, die meisten haben sich auch schon connected, ja, also schon Kontakt aufgenommen. Ansonsten, wenn ihr noch euren Tauschpartner sucht und noch nicht irgendwie euch verbunden habt, dann könnt ihr mir auch gerne noch eine E-Mail schreiben und ich versuche dann den Kontakt für euch zu aufzunehmen halt und euch die E-Mail-Adressen oder sonst irgendwie was dann auszutauschen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle mitmacht und ich hoffe auf eine tolle Challenge. Und so ein, zwei Angaben wollte ich nochmal machen. Und zwar gab es dann nochmal die Frage, wie das mit den Seiten ist, was ich denn jetzt damit meine. Und ich habe geschrieben, 12 Seiten gefaltet. Gut, hätte ich vielleicht auch sagen können, 12 Blätter gefaltet. Ich meine es so, hier habe ich ja meinen kleinen Prototypen. Und ich meine, wenn man, wundert euch nicht, ich habe mir gerade meine Haare gefärbt und mein Handschuh ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich hier überall so, okay. Und zwar meine ich natürlich mit Seite, oh, das klebt jetzt hier aneinander, die gefaltete Seite, ja? Also das gefaltete Blatt, ja? Das ist eine Seite und davon habe ich halt hier 12 Stück drin. Na, oder es kann natürlich auch anstatt Seite, kann es natürlich auch ein Umschlag sein. Hauptsache, es ist dann gefaltet, dann ist das natürlich auch eine Seite. Ja, also nochmal so zum Verständnis, damit es keine Missverständnis gibt. Wären ja dann quasi, ne, bei 12 Seiten sind es dann quasi 48, oder bei 12 Blatt sind es 48 Seiten sozusagen. Ja, also nur, dass ihr hier nochmal Bescheid wisst, ja. Wie viele Signaturen ihr macht, das ist frei. Du kannst eine Signatur machen, du kannst zwei Signaturen machen, du kannst von mir auch drei Signaturen machen. Hauptsache halt nur diese 12 Seiten, weil wir wollen uns ja ein bisschen einschränken, ne? So, und dann gab es nochmal die Frage, wie ist das mit dem Format? So, und zwar ist das jetzt das Format, was ich gewählt habe. Das ist 10 cm in der Breite und 12 cm in der Höhe. Oder ich kann ja mal, damit ihr es besser seht, ist ja vielleicht ein bisschen verwirrend, dass das so da raushängt. So, also nochmal. 10 cm so in der Breite, 12 in der Höhe und 2 cm Buchrücken. Es kommt natürlich nicht auf 1-2 mm an, ja, also da wollen wir mal nicht so streng sein. Gestern im Livestream hatten wir auch die Idee, das quasi im Querformat zu machen, sozusagen, nicht im Hoch. Dann wäre es natürlich so, dass die längere Seite, also die Breite 12 wäre und die Höhe halt 10 und dann hättet ihr hier quasi den Buchrücken sozusagen, ja, dass man es dann halt so aufklappen kann. Könntet ihr im Prinzip auch machen. Das müsst ihr selber wissen. Ich finde das auch ganz witzig irgendwie. Ne? So gestern im Livestream sind wir irgendwie darauf gekommen und gefällt mir auch sehr gut. So ist natürlich auch schön. Aber so ist natürlich auch schön. Von mir aus könntet ihr das auch so rum machen. Also, dass ihr das nach oben hin aufklappen könnt, das Journal. Ja, also da sind wir ja flexibel. Das kann gerne jeder so machen, wie er möchte. Ja, also hier, Und insgesamt ist das natürlich, wenn man dann das Cover aufklappt, ist es natürlich plus Buchrücken, ne, also mit dem Buchrücken 22 cm. Ne, so. Und die Höhe bleibt ja gleich. Ja. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen auflösen, damit es keine Verwirrung mehr gibt.
und ihr wirklich loslegen könnt. Also schaut, dass ihr halt jetzt Kontakt aufnehmt und ich sag mal, vielleicht so innerhalb einer Woche die 10 Teile losgeschickt habt. Klärt auch noch, ob ihr 2x10 Teile machen wollt, dass die Person, eure Tausch, also euer Tauschpartner, die 10 Teile auch nochmal für sich nutzen kann. Oder ob ihr das nur einmal macht, ne? Und ja. Ansonsten denke ich, ist alles geklärt. Ihr könnt gerne in den Discord kommen, da habe ich jetzt auch einen Chat eröffnet. Und ja, sonst schreibt hier gerne nochmal unters Video, wenn noch irgendwas ist oder so. Und ja, ich denke aber, ist alles in Ordnung. Vergesst bitte nicht eure Fotos, bevor ihr die 10 Teile wegschickt. Macht bitte ein Foto und schickt mir das Foto, damit ich dann die Fotos sammeln kann. Und dann würde ich halt so ein kurzes Video machen, damit alle mal so sehen, was man für 10 Teile geschickt hat. Also ich finde, das ist eine ganz spannende Sache. Und ja, ich freue mich halt irgendwie drauf. Ihr könnt mir halt auch eher immer gerne Fotos schicken, um ja, wenn es um eure Fortschritte geht, ne? Aber das ist jetzt nicht zwingend, wenn dann halt erst zum Ende der Challenge, ne, dass ich halt dann wieder so ein tolles Video machen kann, wie bei der Wundjournal-Challenge. Das war ja wunderbar. Also das war ja echt eine Freude, das anzuschauen. So, lange Rede, kurzer Sinn, wobei das gar nicht so lang war jetzt, glaube ich. Das ist ein relativ kurzes Video. Ich wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Und viel Spaß bei der Challenge, ne? Viel Erfolg beim Kreativsein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!